120 Unternehmen rund um den Bodensee und darüber hinaus bilden das grenzüberschreitende Netzwerk für Gesundheit BioLago. Die Mitglieder sind in den Hightech-Branchen Diagnostik, Pharma, Medizintechnik und Bioinformatik beheimatet. Das Netzwerk fördert den Wissenstransfer und die Gründung neuer Unternehmen. Es wird durch die Stadt und den Landkreis Konstanz dabei gefördert. Natürlich bestimmt das neue Virus Covid-19 nun auch den Alltag des Netzwerkes. Unternehmen wie die in Konstanz ansässige Transzyme GmbH unterstützen die Forschung im Kampf gegen das Coronavirus. Reinhold Horlacher ist Gründer und Geschäftsführer der Transzyme GmbH, die seit 20 Jahren als Forschungsdienstleister in den Bereichen Zelllinienentwicklung und Proteinproduktion agiert. Herr Horlacher, einmal für Nicht-Biologen erklärt, wie kann die Zelllinienentwicklung und die Proteinproduktion im Kampf gegen Corona nützlich sein? Ja, also wie Sie wissen aus Medien und Berichten, Presseberichten, der Virus infiziert ja den Körper. Und es gibt Eintrittsstellen auf Zellen, auf zellulärer Ebene. Und man möchte natürlich versuchen, den Virus beim Befall von diesen Zellen zu behindern oder es gar zu verhindern. Und Chemikalien oder die Wirkstoffe, die so etwas verhindern, kann man in zellbasierten Assays, mit Assay-Zelllinien suchen und entwickeln. Und man kann es auch mit Proteinen, also mit gereinigten Eiweißen, versuchen, diese Mechanismen zu verstehen und dann Gegenmittel dafür zu entwickeln, einfach um den Virus vor dem Befall von Zellen einfach zu behindern oder es zu verhindern. Das heißt, vereinfacht gesprochen, Sie machen so etwas oder Sie stellen so etwas wie die Bausteine her, die den Moment des Befalls oder der Infektion darstellen und wo jetzt dann Forscher ansetzen können, um einen Gegenstoff zu finden. Ja, exakt. Genau auf den Punkt gebracht. Also wir haben einen Baukasten mit Komponenten des Virus und unsere Kunden, die Forscher aus der Pharmaindustrie, suchen jetzt mit Hochdruck nach Methoden, wie man diese Bausteine versteht und aber auch etwas tun kann, um den Virus vom Befall der Zellen abzuhalten. In Ihrer Presseerklärung von letzter Woche stand etwas von Oberflächenproteinen des Coronaviruses. Was stelle ich mir denn darunter vor? Ja, Sie kennen vielleicht das Bild, was in der Presse auch oftmals zu sehen ist, dieser graue Tennisball mit so roten Stacheln, die da rausschauen. Diese roten Stacheln, das ist das Spike-Protein. Das ist ein sehr wichtiges Protein des Virus, was auf der Oberfläche sitzt und deswegen Oberflächenprotein. Dieses Spike-Protein ist ganz wichtig, wenn der Virus an die Zellen im Rachenraum oder in der Lunge andockt und die Zellen befällt. Ohne dieses Spike-Protein könnte er die Zellen nicht attackieren. Und von daher ist das momentan das wichtigste Protein der aktuellen Forschung an Wirkstoffen. Woran forschen die Forscher? Also ist es nur der Impfstoff oder sind es auch andere Methoden oder Hilfsmittel? Ja, also es ist einmal der Impfstoff, der halt hoffentlich langfristig dann eine Impfung zulässt, aber auch dieses rote Spike-Protein kann man auch verwenden, um Schnelltests zu entwickeln. Also einfach zu schauen, ob Menschen infiziert waren oder sind. Das ist auch mit diesen gereinigten Proteinen möglich. Das heißt, im Grunde liefern Sie gerade für sehr viele Forscher weltweit dieses Baukastensystem zum Suchen, also sozusagen empfinden Sie Ihre Arbeit oder anders gefragt, empfinden Sie Ihre Arbeit deswegen auch gerade als sehr sinnvoll? Absolut, also in den 20 Jahren, in denen wir jetzt tätig sind als Dienstleister, ist das, glaube ich, die Phase, wo wir
ganz nah am Markt sind, so wie wir das noch nie in der Vergangenheit waren. Also von daher ist es momentan, macht es sehr viel Spaß, ist eine große Herausforderung, aber vermittelt auch eine große Genugtuung. Haben Sie mit einer Pandemie in diesem Ausmaß gerechnet? Eigentlich nicht. Also ich dachte, es wird vielleicht so werden, wie es 2003 mit SARS oder danach mit MERS war, wo das alles zwar auch schlimm war, aber lang nicht so schlimm wie jetzt. Also in dem Ausmaß habe ich eigentlich nicht mit einer Pandemie gerechnet. Wird Corona Ihre Arbeit verändern? Bin ich mir ganz sicher. Also momentan ist natürlich ein riesiger Hype. Also wir haben viele Aufträge, viel zu tun. Aber die Weltwirtschaft kränkelt und die Erwartung, die ich habe, ist auch, dass es uns vielleicht irgendwann mal trifft mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Also wir sind jetzt nicht wie das Restaurant, was nicht mehr öffnen kann, sondern wir werden dann wahrscheinlich, wenn unsere Kunden, die Pharmaunternehmen, ins Straucheln kommen, dann vielleicht auch schwerere Zeiten durchleben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Seit wie vielen Wochen oder Monaten beschäftigt der Coronavirus Sie und Ihre Mitarbeiter? Wir haben so circa vor 3 bis 4 Wochen angefangen, die Proteine zu produzieren. Also im Prinzip seit einem Monat sind wir da tief im Business drin. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Produktion und dass vielleicht einem der bei Ihnen angedockten Forschern tatsächlich es gelingt, einen Impfstoff zu finden. Vielen Dank. Drücken wir die Daumen.